2. Die Stabus Rosenheim gegen die Freiburger Wölfe, der Endstand lautet 3:5. Das Ganze vor 1860 Zuschauern. Ich darf von mir die beiden Trainer begrüßen, Leo Sulak von unseren Gästen aus dem Breisgau und Stabus-Coach Franz Stehr. Und wir schauen zunächst noch auf die anderen Endergebnisse der Spiele von heute. Bad Nauheim schlägt Rissersee mit 3:1, Bietigheim schlägt Dresden mit 7:2, Kaufbeuren gewinnt gegen Kassel mit 2:0. Noch nicht beendet sind die Partien Frankfurt-Ravensburg, da steht es 5 Minuten Verschluss 5:3. Heilbronn gegen die Lausitzer Füchse, Mitte des letzten Drittels 2:2. Und ebenfalls Mitte des letzten Drittels führt Grimmitsch auch gegen Bayreuth mit 5:0. Ja, schaut nach vielen Heimsiegen aus. Das war heute im Rosenheimer Emilio-Stadion nicht der Fall. Auswärtssieg für die Gäste aus Freiburg. Leos, ganz herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Was waren die Gründe dafür? Wie hast du das Spiel gesehen? Ja, danke. Guten Abend. Wir haben eher wieder angefangen wie letzte Saison. Ich glaube, die ersten fünf Minuten sehr gut gestanden. Dann bei unserem Überzahlspiel haben wir das Tor kassiert und da habe ich mich erinnert an das letzte Spiel hier in Rosenheim, wo wir eigentlich in unserem Überzahlspiel das Spiel aus der Hand gegeben haben. Aber danach haben die uns sehr gut gespielt und beim Stande 4:1 müssten wir da ein bisschen schlauer spielen und ich glaube, da die 2+2, die wir bekommen haben, die waren ein bisschen unnötig und damit haben wir uns wieder in Zugzwang gekommen und das war nicht gut und beide Mannschaften, das hat man gesehen, waren ein bisschen verunsichert, weil nach dem ersten Wochenende, obwohl wir da ganz gut gespielt haben, haben immer zum Schluss die Spiele aus der Hand gegeben und das hat man heute auch gespürt zum Schluss, aber letztendlich haben die Jungs auch zum Schluss sehr gut defensiv gearbeitet und auch die vor allem geduldig gespielt und ich glaube, dass der Sieg in Ordnung geht. Danke. Danke, Leos. Ganz kurze Nachfrage. Ihr habt ja zweimal eine Führung aus der Hand gegeben am ersten Wochenende. Heute auch ein bisschen die Angst gehabt, dass es passieren könnte oder warst du eigentlich entspannt draußen? Nee, selbstverständlich hat man das im Hinterkopf, dass man eigentlich das erste Wochenende waren, nach dem ersten Wochenende waren die Jungs ein bisschen geknickt, weil wir die Spiele aus der Hand gegeben haben. Nur ich habe auch vor dem Spiel hier gesagt, wir hätten auch nach dem ersten Wochenende 6 Punkte haben können. Und daraus müssen wir lernen. Wir müssen lernen, geduldiger zu spielen und disziplinierter zu spielen. Danke, jetzt habt ihr zumindest 4 Punkte, derer noch keiner steht auf der Habenseite der Star Bulls. Das wird dem Franz nicht gefallen. Was hat dir sonst im Spiel heute nicht gefallen? Ja, letztendlich haben wir wieder dieselben Fehler gemacht wie in Dresden. Das dritte Tor da rennen alle zur Scheibe. Ich sage ein Mann vom Tor. Am Tor steht der Mann, der schießt, der Verteidiger, der schießt den Mann in Schlägerschaft, geht rein. Erstes Tor braucht man bloß die Scheiben raushauen. Das waren wieder 3 Tore, wo wir Scheibenverluste bei uns im Drittel gehabt haben. Und das sind eigentlich die einfachsten Dinge. Die Mannschaft hat hart gearbeitet und versucht alles, aber ja, wir sind halt momentan nicht in der Lage, so ein Spiel zu ziehen. Und wir müssen schauen, dass wir unsere Verletzten zurückbringen und ein paar Spieler müssen halt einen Schub drauf machen. Willst du das Spieler konkret nennen oder nicht? Oh. Brauche ich keine konkreten nennen, das sage ich immer in der Kabine. Jetzt hast du heute neu zusammengestellte Reihen aufs Eis geschickt. Ich habe den Eindruck gehabt, da ist ein bisschen was Positives rumgekommen, zumindest nach vorne. Wie hast du das gesehen? Welche Reihe hat dich heute überzeugt? Ich würde die Teile mit dieser Reihe, die war wirklich, die haben Schwung gemacht, die haben auch Gas gegeben. Dann habe ich das zweite Drittel, die war jetzt nicht so einverstanden, dann habe ich mit dem Gibson auf außen, den habe ich dann wieder in die Mitte, dann ist es besser geworden. Ich meine,
Freiburg hat einen Pfosten Latino gehabt und hat noch zwei, drei Alleingänge gehabt. Das geht nicht, das kann man nicht zulassen. Das ist zu schlechtes Abwehrverhalten. Und letztlich endet der Glasen hat die Scheiben auf dem Schläger, bloß der Mentosato hat. Mentosato. Der hat die Scheibe natürlich dann gefangen und sonst waren wir jetzt 4-4. Ob es verdient oder nicht, Eishockey ist grausam, da kriegt man nicht immer das, was man verdient. Ja, wir sind wirklich jetzt am Boden der Tatsachen und wir werden uns natürlich nach dem Wochenende schon zusammensetzen müssen und überlegen, was wir machen. Also, wenn wir noch personell irgendwas verändern, die Möglichkeit besteht, oder müssen wir halt schauen, was es für Möglichkeiten gibt und als die verletzten Spieler wieder zurückkommen. Ich meine, wenn du nicht mit 4 rein kannst du das Tempo über mehrere Spiele voraus als nicht halten. Das ist so. Was mir, wo ich brutal überrascht war, unsere Fans, das war für mich halt sensationell. Ich habe das nach Spielen schon anders erlebt hier. Die haben immer versucht, die Mannschaft nach vorn zu bringen. Das haben einen großen Respekt von mir für das. Aber wenn wir diese einfachen Dinge, das simpelste Hockey, nicht in die Reihe kriegen, dann werden wir uns schwer tun. Und da muss jeder Spieler anfangen bei den Basics. Okay, danke Franz. Gibt es denn Fragen von den anwesenden Pressevertretern und beim Trainer? Ich sehe keine Wortmeldungen. Dann darf ich noch hinweisen auf den nächsten Auftritt der Starbucks. Der ist übermorgen in Kassel. 17 Uhr ist das Spielbeginn und das Spiel wird auch live auf Spray TV übertragen. Das erste Mal ein Hauptrunden-Heimspiel aus Kassel, ist eine Premiere. Ja, und wir sehen uns wieder heute in einer Woche. Da steht dann das Heimspiel an um 19.30 Uhr hier im Emilio-Stadion gegen Gegner, den wir hier in Rosenheim seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen haben, gegen Bayreuth. Bis dahin eine gute Woche und euch eine gute Heimfahrt ins Breisgau. Danke.